ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Wunsch der USA nach einer weiteren NATO-Osterweiterung stößt innerhalb der Allianz auf anhaltenden Widerstand. Zu Beginn des NATO-Gipfels in der rumänischen Hauptstadt Bukarest erneuerte Bundeskanzlerin Merkel ihre Kritik an einer baldigen Aufnahme von Georgien und der Ukraine. Auch andere Mitgliedstaaten, etwa Frankreich und Spanien, sind dagegen. Weitgehend unstrittig ist dagegen eine Beitrittseinladung an Kroatien, Albanien und Mazedonien. Der bislang größte NATO-Gipfel hat begonnen. Schauplatz, der Riesenpalast des 1989 hingerichteten rumänischen Diktators Ceausescu. Die Erwartungen sind hoch, die Streitpunkte zahlreich. Unter Federführung der deutschen Kanzlerin soll der Weg für die Aufnahme drei neuer Mitglieder, Albanien, Mazedonien und Kroatien, bereitet werden. Sie ist im Kern unstrittig. Vor allem Griechenland und Mazedonien müssen aber wegen ihres Namensstreites noch auf Kompromisslinie gebracht werden. Denn ich würde mir schon wünschen, dass Mazedonien und Albanien und Kroatien gemeinsam in die NATO aufgenommen werden. Ich kann nur sagen, wir werden bis zur letzten Minute hier alles daran setzen, diesen Streit beizulegen. Aber ob es gelingt, ist am heutigen Tag noch nicht sicher. Der amerikanische Präsident Bush, als einziger bereits seit gestern Abend in Bukarest, pocht neben der Aufnahme der Balkanregionen im Unterschied zu Merkel auch heute auf die Aufnahme der ehemaligen Sowjetrepubliken Georgien und Ukraine in einen Mitgliedschaftsaktionsplan. Hier in Bukarest müssen wir klar machen, dass die NATO die Hoffnung von Georgien und Ukraine auf eine Mitgliedschaft begrüßt. Gastgeber Rumänien hofft auf einen Gipfel der Superlative, doch die Streitpunkte sind zahlreich. Während beim Thema Afghanistan weitgehend Einigkeit herrscht, gehen die Meinungen beim Thema Erweiterung auseinander. Lediglich die Aufnahme der drei Balkanländer bietet sich für eine gemeinsame Linie an. Die Pläne der Bundesregierung für einen höheren Anteil von Biosprit im Benzin stehen auf der Kippe. Zurzeit wird geprüft, wie viele ältere Autos die stärkere Beimischung nicht vertragen. Sollten es mehr als 1 Million sein, will Umweltminister Gabriel die bereits beschlossene Verordnung nicht in Kraft setzen. Biosprit ist Kraftstoff aus nachwachsenden Rohstoffen vom Acker. In Deutschland wird er unter anderem aus Raps erzeugt. Die Tests waren ernüchternd. Der neue E10-Kraftstoff greift gerade bei älteren Fahrzeugen Leitungen an, schädigt Benzinpumpen. E10 steht für Normal- oder Superkraftstoff, dem 10% Biosprit beigemischt wird. Ab 2009 sollte er verkauft werden. Intern geht die Autoindustrie davon aus, dass weit über 1 Million Fahrzeuge den neuen Kraftstoff nicht vertragen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios wird die Einführung deshalb wahrscheinlich gestoppt. Die Regierung selbst blieb heute noch vage. Wenn das einzutreten drohte, dann würde eben diese Verordnung nicht umgesetzt. Union und Linke finden, das Scheitern der E10-Verordnung wäre eine Schlappe für Umweltminister Gabriel. Die Kraftstoffstrategie ist gut und richtig, aber die Umsetzung war mangelhaft. Augenscheinlich ist diese Richtlinie grottenschlecht vorbereitet worden, denn man hätte ja rechtzeitig rausfinden können, welche Autos damit funktionieren oder nicht. Umweltverbände kritisieren, durch die Produktion von Kraftstoffen aus Biomasse werde die Umwelt nicht geschützt, sondern geschädigt. So wie hier Bioenergie in Kraftstoffen eingesetzt werden sollte, wären die negativen Effekte für die Ökologie der dritten Welt, aber auch in Deutschland, wirklich unverhältnismäßig groß gewesen. Außerdem, so die Umwelthilfe, steige durch die Beimischung von Biosprit der Verbrauch und damit die Belastung der Umwelt mit CO2. Das sieht die Bundesregierung anders. Sie will den Einsatz von Biokraftstoffen weiter vorantreiben. Die WestLB muss ihre Bilanz für das Jahr 2007 berichtigen und meldet noch höhere Verluste. Statt 1 Milliarde sind es 1,6 Milliarden Euro. Die drittgrößte deutsche Landesbank hat das Geld bei riskanten Geschäften auf dem US-Immobilienmarkt verloren. Das Land Nordrhein-Westfalen bürgt mit Steuergeldern für die möglichen Verluste der WestLB. Es ist seine erste und letzte Bilanzpressekonferenz als Chef der WestLB. Alexander Stuhlmann ist erst im Sommer als Retter in der Not gekommen und konnte nicht verhindern, dass die Bilanz der Bank so schlecht ausfiel wie nie zuvor. Nach Gewinnen von 706 Millionen Euro 2005 und 799 Millionen 2006 der Absturz 2007. 1,6 Milliarden Euro verlor die Bank. Das schwierigste Jahr in ihrer Geschichte, so Stuhlmann. Doch jetzt gebe es Hoffnung.
Es ist gleichzeitig ein Tag, über den wir, denke ich, uns freuen können, gemeinsam mit unseren Eigentümern, weil es gelungen ist, und das ist für mich die Nachricht des Tages, den Risikoschirm zum 31. März zu etablieren. Das Land Nordrhein-Westfalen spannt diesen sogenannten Risikoschirm auf. Gemeinsam mit den anderen Eigentümern birgt NRW mit 5 Milliarden Euro für risikoreiche Papiere. Wir glauben, dass wir damit den wesentlichen Schritt gemacht haben. Wir sind allen anderen Banken dabei voraus. Die Eigentümer stehen zu dieser Bank und haben mit dem 5-Milliarden-Schirm das getan, was jetzt notwendig ist. Und ich glaube, dass wir die schwierigste Wegstrecke jetzt hinter uns haben. Stuhlmann ist die Erleichterung anzusehen. Auch darüber, dass er endlich einen Nachfolger präsentieren kann. Heinz Hilgert, zuletzt Chef der DZ-Bank. Er muss auch den Personalabbau managen. Stuhlmann nahm ihm gleich alle Illusionen. Es werde ein steiniger Weg. Der Bundesrechnungshof übt nach ARD-Informationen scharfe Kritik an der Regierung. Grund ist die Mitarbeit von Lobbyisten in verschiedenen Ministerien des Bundes. In einem vertraulichen Bericht, der dem Magazin Monitor vorliegt, schreiben die Prüfer, dass Lobbyisten bei wichtigen Gesetzesvorhaben mitgearbeitet hätten. Außerdem sei es gesetzlich nicht geregelt, ob und wann Interessenvertreter überhaupt in Behörden arbeiten dürften. Lobbyisten als Mitarbeiter in Ministerien bezahlt von der Industrie. Seit heute kennt der Haushaltsausschuss des Bundestages das wahre Ausmaß dieser Praxis. Von 2004 bis 2006 waren pro Jahr im Schnitt rund 100 Leihbeamte, größtenteils bezahlt von der Industrie, in den Bundesbehörden beschäftigt. So der Bundesrechnungshof in einem internen Bericht, der dem ARD-Magazin Monitor vorliegt. 60% von ihnen erstellten Vorlagen für die Ministerbüros, 25% arbeiteten an Vergabeverfahren mit, 20% sogar an Gesetzen. Für mich als ehemalige Ministerin ist selbstverständlich, dass Gesetzentwürfe von öffentlichen Bediensteten in den Ministerien, die Fachleute sind, entworfen werden, dann der Meinungsaustausch mit den Verbänden erfolgt, dann im Ministerium, im Kabinett entschieden wird, aber nicht indem verdeckt mitgearbeitet wird von den interessierten Kreisen. Das erinnert mich wirklich an einen schlechten Krimi. Der Bundesrechnungshof fordert die Regierung auf, diese Praxis bezahlter Leihbeamter abzustellen. Mit dem Rückgriff auf externes Personal sei eine Abhängigkeit entstanden. Diese Abhängigkeit lässt befürchten, dass Interessenskonflikte oder zumindest in der Außenwahrnehmung der böse Schein fehlender Neutralität entstehen. Ich meine, dass die Bundeskanzlerin hier direkt gefragt ist. Sie muss einen Schlussstrich ziehen und muss sagen, es kommt überhaupt nicht mehr in Frage. Die 300 Leute werden in kürzester Frist alle wieder nach Hause geschickt. Die Bundesregierung hat bislang immer ausgeschlossen, dass durch externe Mitarbeiter aus der Wirtschaft Regierungsentscheidungen beeinflusst worden sind. Mehr zum Thema morgen im ARD-Magazin Monitor um 21.45 Uhr.